Mein Name ist Micky Beisenherz. Und mein Name ist Oliver Polak. Und zusammen sind wir Micky Beisenherz und Oliver Polak. Oliver, was machen wir eigentlich? Wir fahren zum Zwerg. Ich mache jetzt Sendungserklärung allgemein. Ach so. Ich finde es ja okay, wenn man Zwerg sagt. Sendungserklärung allgemein. Ey, das kann doch auch mal, die sollen jetzt einfach zugucken, dann werden die schon verstehen, was passiert. Ich muss denen das doch nicht erklären. Doch? Nee, warum? Doch, das musst du denen. Doch, das musst du das jetzt zum Buru noch mal erklären, damit er weiß, was los ist. Das weiß er ja am allerwenigsten. Also, wir treffen spezielle Gruppen, Randgruppen, Minderheiten, Menschen mit speziellen Lebensentwürfen. Genau, und dann wir hängen mit denen ab. Drei Tage lang verbringen wir Zeit mit ihnen. Dann ziehen wir uns zurück. Was? Chillaxen. Dann schreiben wir ein Stand-up für und über die. Ja. Und dann kommen die in den Stand-up-Comedy-Club. Und ich fick die dann so richtig und die lachen dann im besten Fall. Das ist das Erste, was der WDR-Zuschauer von dir hört, ist, dass du sagst, ich fick die so richtig. Ja, du kannst mit den WDR-Zuschauern nicht reden, als wäre es irgendwie RTL2-Publikum. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ah, heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Alter, wer kommt denn auf so Texte? Lass uns wenigstens 20 Sekunden professionell sein. So, und wir fahren jetzt zum Matze. Der Matze ist Paralympionike und das sogar ziemlich erfolgreich. In Peking hat er die Silbermedaille gewonnen und er ist kleinwüchsig. Was Sinn macht im Rahmen einer Sendung, in der man sich mit Kleinwüchsigen befasst. Alter, der soll den Speer runternehmen. Fängt er sich gleich ein paar. Olli hat schon Schiss. Hi. Moin, grüß dich. Micky, hi. Hi. Hallo. Hallo. Schön, Oliver, hi. Matthias, hi. So, sicher ist sicher, das nehme ich dir erstmal weg. Alter, kommt da so psychopathisch den Speer. Und du trainierst hier? Genau, ja. Genau. Ja. Wie willst du nicht genannt werden? Bernd zum Beispiel. Ne? Bernd oder Peter. Ja, damit würde ich ja noch klarkommen. Was ist der richtige Begriff? Also No-Go, würde ich sagen, ist definitiv für mich Gartenzwerg, Lilliputaner. Und Zwerg? Zwerg zählt, Gartenzwerg, Zwerg, ja. Zwerg okay. Auch. Also das wären so drei Sachen, wo ich sagen würde, das geht nicht. Die Paralympics sind ja auch ein gemischtwaren Laden für körperliche Auffälligkeiten. Das heißt, man hat ja nicht nur Kleinwüchsige, sondern du hast ja auch beinamputierte. Das ist so eine Mongo-Parade. So würde ich es jetzt vielleicht. Das ist. Er hat gelacht. Ja, aber ich komme damit ja auch klar. Ich weiß nicht, wie andere darüber denken. Ist ja nicht böse gemeint, aber so ein. Das klingt aber sehr unfein. Gibt es Leute, Kleinwüchsige, die da stehen und sagen, ich wäre gerne nicht kleinwüchsig, sondern hätte lieber nur jetzt vielleicht ein Bein weniger? Nee, definitiv nicht. Also, so wie ich jetzt bin, fühle ich mich wohl und bin absolut zufrieden mit mir. Ich habe auch zum Beispiel meiner Mutter nie gefragt, warum ich überhaupt so klein bin. Wo fängt die offizielle Kleinwüchsigkeit eigentlich an? Ich glaube, bei Männern 1,50 Meter. Im Biologieunterricht in der, weiß ich gar nicht, 9. Klasse oder was, wurde ich mal gefragt vom Lehrer. Oh Gott, ich dachte, sowas. Im Biologieunterricht haben die mich dann auf den Tisch gelegt und mich ausgezogen. Ja, ein bisschen gezogen, dass ich größer werde. Nein, Quatsch, alles gut. Ey, in deinem Kopf, da ist FSK 21. Alles steht Kopf. Ja. Was ist das, was einen am meisten abfuckt? Das ist mal so, wenn ich einkaufen gehe. Dann gucken die Kinder und Mama, warum ist der so klein? Und ich bin, na gut, ein kleiner Mann mit einem Bart.
und fallen natürlich dann auf. Und wenn die Eltern dann, komm, weg, weg, geh, geh, und denen ist das wahrscheinlich unangenehm. Aber was ist dann die richtige Umgehensweise damit? Ja, also ich finde, dass man einfach damit offen, locker umgehen sollte. Dass man vielleicht sagen sollte, ja, es gibt kleine und große Menschen. Ja. Und wenn du wissen möchtest, warum das so ist, dann frag ihn doch einfach. Okay, ja, und wenn ich dann als Kind zu dir kommen würde und ich würde dich fragen, warum bist du so klein? Was würdest du antworten? Dann habe ich immer so eine Standardantwort. Dann sage ich immer, weil ich, als ich noch so klein war wie du, meinen Teller nie leer gegessen habe. Ja, aber das finde ich doof. Also, ja, gut. Das nee, aber genau das finde ich dann, finde ich ehrlich gesagt, blöd. Du sagst auf der einen Seite, du findest blöd, wenn die Kinder wegziehen, dann sagst du, ich würde mir wünschen, dass die mich fragen, aber dann verarschst du die. Nein, ich dann finde ich, können die dich auch verarschen. Ja, nein, da hast du auch vollkommen recht. Aber ich bringe halt immer so einen Gag, um ein bisschen vielleicht auch Lockerheit einfach reinzubringen. Ja. Und dann werde ich natürlich sagen, dass ich eine Behinderung habe und ich bin kleinwüchsig. Ja. Und habe halt irgendwann aufgehört zu wachsen. Ja. Genau. Und dann flüsterst du denen so, aber heute Nacht komme ich in dein Schlafzimmer. Genau. Also wenn ich kleinwüchsig wäre, ich wäre nur aggro, glaube ich. Ich wäre so die ganze Zeit aggro. Ja. Du bist entweder am Pennen oder aggro. Ich kenne diese zwei Zustände von dir. Ich halte mich da raus. Empfindest du mich als aggressiv? Ey, ob du mich als aggressiv... Nein, gar nicht, gar nicht. Genau. Halt immer so an der Seite. Ja, ja. Aber ihr wisst schon, dass ihr eigentlich stecken bleiben müsst, ne? Köln weiträumig absperren. Wow. Guck mal. Nicht sehr weit, aber er steckt. Ne? Nicht sehr weit, aber er steckt, das habe ich schon mal gehört. Ja. Ah, sehr gut. Jetzt muss ich aber auch nochmal. Das ist der Ehrgeiz. Ja. Wie ist das, wenn ich fragen darf, mit Beziehungen bei dir? Noch in der Schule, da war es natürlich schwierig, weil wahrscheinlich auch viele Mädels da sehr, sehr unsicher waren. Heutzutage ist es so, ich hatte schon viele, also ich bin gerade Single, ich habe aber schon viele Beziehungen gehabt mit normalwüchsigen Frauen. Ja. Also eigentlich nur mit normalwüchsigen Frauen. Ja. Und okay, ich hatte mal auch mal was mit einer, die war 1,83 groß. Ja, Tatsache. Ich gucke mir manchmal so ganz selten. So, kommt jetzt wieder die Porno-Nummer? Ja, es gibt die Kategorie, die weißt du doch auch, dass es die gibt bei YouPorn. Was? Kenne ich mich nicht aus. Ach, ja. Alter, was redest du? Du weißt, das ist klein. Ich habe einen kleinwüchsigen gesehen, der hatte einen riesen Schwanz. Oh, nicht, dass wegen uns jetzt hier die Sendung abgesetzt wird. Oh Gott. Kennst du den? Was? Großer Mann, kleiner Penis. Und dann auf dich noch zeigen, oder? Stimmt. Ey, einmal werfen. Ja, komm, einmal werfen noch. Guck dir das an. Ach, Scheiße. Also für den Stand-Up mache ich mir keine Sorgen. Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin mir noch nicht so ganz so... Nein, also ich habe jetzt noch nicht die konkreten Ideen, aber... Ich sehe die Gefahr der Verletzung, sehe ich in diesem Falle relativ groß bislang. Die der Verletzung? Ja. Momentan weiß ich noch nicht so genau, wie man es richtig anpackt. Ohne, dass es in plumpe, blöde Zwergenwitze abdriftet. Dass man den Ball so ein bisschen in die Richtung spielt, derer, die denen auf die Nüsse geht. Der eigene Umgang damit. Ja, vielleicht genau. Das genau. Dass man sich selber dabei ertappt, welche Vorurteile man hat. Die man ja auch hat. Alf ist ja auch kleinwüchsig. Ja, das steckt ja auch ein Kleinwüchsiger drin. Wie, da steckt hier jemand drin? In Alf steckt hier jemand drin. Vielleicht ist Birgit hat das vielleicht gespielt. Dann kannst du ja gleich fragen. Hey. Moin. Na? Moin. Moin. Birgit. Niki, hi. Grüß dich. Hallo, ich bin Oliver. Hallo, Birgit. Hey, hi. So. Ja. Muckelig. Okay, genau, wie du siehst, ich checke natürlich sofort schon die Höhe aller Dinge. Ne? Ja, ist hier natürlich sehr niedrig, deswegen ist es auch eine wunderbare Wohnung für Ungarn. Ja. Die Küche zum Beispiel
ist eine Kindergartenküche und da haben wir die Mauern halt um diese Küche drum herum gezogen. Kindergartenküche? Ja. Ach, ja. Die passt für mich voll von der Höhe her. Ja. Natürlich mit funktionsfähigen Geräten und keine Spiegel. Ich wollte nämlich gerade fragen, könnte ich vielleicht einen Kaffee bekommen? Natürlich, gerne. Das wäre fantastisch. I love you. Warum stehst du denn mit deinem Kopf so komisch? Eine normale Kochfläche wäre wahrscheinlich so. Ja, wie 70. So. Ja. Hier ja. Mindestens. Und das wäre einfach unfassbar unpraktisch für dich. Ja, genau. Ja. Sprich, ich käme auch nicht an den Wasserhahn. Ja. Ich, in den Kochtopf könnte ich leider nicht reingucken. Ja. Ja. Außer ich arbeite dann mit Hockern. Ja. Also Hocker sind ja für mich ein Lebenselixier. Der Kaffee. Dann würde ich sagen, lass uns einen Kaffee trinken. Ja. Gibt es Situationen im Alltag, dass du komisch angesehen wirst? Mittlerweile wieder sehr komisch. Also ich habe ja ein gewisses Alter, als dass ich ziemlich viele Phasen meines Lebens mitgekriegt habe, ziemlich viele unterschiedliche Phasen. Also ich weiß so damals als Kind, wenn ich mit Mama dann durch die Stadt ging, weiß ich noch, dass Mama immer sagte, dass die Erwachsenen ihre Kinder anschließen und sagen, guck mal, guck mal, guck mal. Also wir wären ja im Dritten Reich im Grunde genommen verbrannt worden. Ja. Anschließend sind wir als behinderte Menschen, sage ich jetzt mal, versteckt worden. Wir haben irgendwo in einem Zimmerchen gelebt. Und dann kam so die Phase, da war ich so 30, da war es plötzlich auch möglich, über Tag ins Schwimmer zu gehen. Ich habe gehört von einer Diskothek, in der Kleinwüchsige sich fangen lassen. Es ist neue Mode, wie auch immer, dass eine Eventagentur es halt Kleinwüchsige mitnimmt, um sie auftreten zu lassen. Und wer diesen Kleinwüchsigen fängt, der bekommt irgendwie freien Eintritt und so weiter. Da gingen die Meinungen auch ganz stark auseinander, auch unter uns. Meine persönliche Meinung ist, wenn dieser Typ das will, der hat eine eigene Meinung, der ist normal im Alltag. Und wenn dieser Typ das will, dann darf der das. Ja. Ja, also, und wenn er sich dafür hingeben mag, ja. Da will ich nämlich eigentlich, das ist eigentlich meine Kernfrage. Ne? Es gibt es immer noch, dass Kleinwüchsige im Zirkus arbeiten. Ne? Aber ich denke mal, zu heutiger Zeit sind wir nicht nur noch das fahrende Volk, sondern wir sind stinknormal integriert, wir haben normale Jobs und so weiter. Ja. Hast du ein Liebesleben? Ja, habe ich. Okay. Also zurzeit nicht, ja. Aber habe ich gehabt. Ja. Mein letzter Freund war ein kleinwüchsiger Freund. Mein erster kleinwüchsiger Freund, und das war verdammt praktisch. Plötzlich stehst du und guckst einem erwachsenen Menschen vis-à-vis in die Augen. Ach so, ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Du brauchst auch nicht sagen, wenn du jemanden umarmen willst oder knutschen willst oder sonst was, hey, kannst du mal runterkommen. Ist das so, dass kleinwüchsige Männer für dich genauso attraktiv sind wie normalgewachsene? Oder? Ja. Also ich denke, es geht ja auch einfach um Gefühle. Aber ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei 69, ne? Ja. Wenn du das dann als Kleinwüchsiger mit dem Normalen hast, dann endest du ja wo ganz anders. Ja, das ist richtig. Wir haben einen normalen großen Oberkörper. Was noch spannend wäre, glaube ich, das Badezimmer. Ja. Viele von uns haben zum Beispiel für eine Badewanne einen Wandenverkürzer. Weil wenn du dich normal in die Badewanne setzt und du hast keinen Halt, dann kommst du nicht mehr raus. Oder was? Ach so, du bist weg. Ja, aber wie liegst du jetzt in dieser Wanne? So. So da, Kopf? Da, der Kopf auf dem Sitz und dann liege ich so. Ah, okay. Dann könnten wir rechts und links. Genau. Genau. Hätte da noch locker Platz. Ja, lass schon mal das Wasser einlaufen. Ja. Teelichter sind schon da, also für Romantik ist gesorgt. Guten Tag. Hey. Das sieht hochprofessionell aus. Hi. Moin. Anna. Niki. Hi. Hi. Oliver. Hi. Das ist Lisa. Oliver. Hi, Lisa. Was macht ihr? Ihr habt gerade ein Fotoshooting. Genau, wir machen gerade ein kleines Pin-Up-Girl-Shooting. Aber eine kurze Frage, wenn ich dich was fragen darf. Ne? Du kannst laufen, aber nur schwer wegen... Ja, ich habe eine angeborene Teilquerstützlähmung. Laufen ohne Gehhilfen geht gar nicht. Und sieht auch ziemlich blöd aus, deswegen der Rollstuhl. Ja.
Ich meine, gerade Fotografie hat ja auch immer sehr viel mit Intimität zu tun, mit fallen lassen, mit sich so geben, wie man ist. Ja. Stellst du fest, dass Menschen mit körperlicher Einschränkung lieber dich in Anspruch nehmen? Würde ich bejahen, aber auch aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich möchte da so ein bisschen meine Nische machen. Ne? Also ich münze meinen augenscheinlichen Nachteil als Vorteil um und gehe halt genau in die Szene, ne? Und versuche jetzt ein bisschen das Bild von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit auch zu ändern. Ich dachte auch, dass es schon ein sehr intimer Moment eigentlich zwischen zwei Personen ist. Und gerade, weil du jetzt ja auch nicht komplett angezogen bist, sondern auch hallo? Naja, gut, die einen würden so sagen, die anderen so. Und deswegen ist es auch ein intimer Moment. Deswegen, also ich verstehe sehr gut, was du sagst. Ich weiß nicht, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 28. Wie ist es bei dir als so Jugendlicher oder auch heute? Hast du das Gefühl, dass etwas anders ist? Also als ich noch irgendwie in der Pubertät war, da ist das, glaube ich, noch nicht so stark aufgefallen. Und jetzt, wenn ich halt durch die Stadt laufe, fällt das natürlich Kindern schon auf. Und wie reagieren die? Ich muss immer schmunzeln, wenn ich das zu hören kriege, aber die sagen halt sehr gerne ab und zu Baby-Oma. Baby-Oma? Achso, weil du einfach schon sehr alt bist in deren... Ja, also die können dieses Größenverhältnis und es... ich will nicht sagen, sie sparen Alter, aber ja, ich meine, ja, jeder ist ja 15 mehr. Ne? Das checken die ja natürlich auch. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich auch so, okay, ich muss mir eine neue Antifaltencreme suchen. Achtung, und? Sehr schön. Kommt nicht. Also, wenn ihr Hilfe braucht, ich halte dich gerne fest. Ja, machst du das? War klar. Graf Lüstern bietet nicht schon wieder seine Dienste an. Ich will nur helfen. Das sieht wirklich ganz geil aus. Sieht gut aus. Bist du zufrieden mit dir? Das ist eine Frage, die man ja jedem stellt und in deinem Fall... Wer ist denn schon zufrieden mit sich? Naja, wieso? Es gibt doch viele Menschen, die sagen so, ich gefalle mir so, wie ich bin. Also ich glaube, da bin ich wie jede normale Frau auch, dass man manchmal denkt, okay, heute sitzen die Haare wieder schlecht und 1-2 Kilo weniger wären vielleicht auch mal wieder ganz gut. Aber im Grunde genommen mag ich mich so, wie ich bin und... mir wurde zum Beispiel auch schon oft die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen kann, groß zu sein oder mir wünsche, groß zu sein. Und da sage ich immer so, nee. Also man hat ja so die Vorurteile über Kleinwüchsige, die sofort zu sehen sind, offensichtlich sind. Aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, was man überhaupt nicht mitkriegt, wenn man nicht selber kleinwüchsig ist? Da fallen mir immer so Sachen ein wie, ich sage immer, ich sehe immer ganz viele Ärsche. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott. Wenn ich durch die Stadt laufe, ja. Habe ich immer ein Meer von Ärschen vor mir, weil ich halt häufig direkt auf Popohöhe bin. Ah ja, oh Gott. Ja, und dann umarmen. Wenn ich sitze, bin ich ja auch etwa so hoch wie Sie. Ah, ja, und wenn natürlich. Man dann Leute umarmt, dann hast du hier... Also warte, was meinst du? Wenn du dich jetzt hinstellen würdest. Ja, können wir mal machen. Ja, ich will nur langsam, keine Angst. Also was ist das Problem? Wenn du jetzt nicht zum Wir sagen uns Hallo. Also, genau, zum Hallo sagen nicht unbedingt runterkommen würdest, sondern ich würde... Und dann ist es manchmal so. Genau. Ah, ja, ich habe es jetzt auch kurz gespürt. Aber ist das unangenehm für dich? Ja, ne? Ja, also, was soll ich da unten? Du erwartest, dass der andere dann runtergeht. Genau, ich strecke mich auch schon extra immer den Leuten ein bisschen entgegen. Also, wenn wir uns umarmen, wäre es besser, wenn ich so... Hey. So, das wäre das Normale. Ja. Okay, ja, nee, aber ist ja, das finde ich gerade interessant, weil ich stelle mir das auch unangenehm vor. Gut, dann machen wir uns mal vom Acker. Tschüss, vielen Dank, ne? Ja, vielen Dank. Komm, ich mach das jetzt mal so, was wir gelernt haben. Alles klar. Hat mich sehr gefreut. Bis zur Show. Bis zur Show. Ach, erstmal dieses Stöhnen. Ja, ich will 2 Stunden Horniness, die muss ich jetzt rauslassen. Ja. Bei dir im Auto. Die eine fand ich auch richtig. Ja, das war mir schon klar. Was. Ja, aber kann man doch sagen, wenn jemand attraktiv ist. Natürlich kann man das sagen. Ja. Und man sollte sich so ein bisschen den Speichel aus dem Mundwinkel machen. Das ist dann vielleicht so. Also wir fahren jetzt hier gerade durch die Pampa.
irgendwo in den Outskirts von Neuss treffen wir Vanessa. Und Vanessa hat ein Pferd, ein Äffchen und ein Haus. Ne? Oder wie war das? Hallo, ich bin Oliver. Vanessa, hi. Hi, Micky, hi. Vanessa, hallo. Und das ist dein Hobbyraum hier quasi? Ja, das war mal mein zweites Zuhause. Ja, das war mal dein zweites Zuhause. Ja, das war leider mal mein zweites Zuhause. Wieso ist es das nicht mehr? Also zu dem Pony, du wolltest gleich hingehen, das war mal mein eigenes. Ja. Aber ich bin dran operiert worden am Rücken. Okay. Und seitdem darf ich halt vom Rücken her nicht mehr so viel reiten, weil ich dann durch den Rückenschmerzen kriege. Und deswegen durch die Erschütterung? Richtig. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie im Pornoset. Wieso? Warum liegt hier Stroh? Stall, Stroh. Warum liegt denn hier Stroh? Ja, warum? Ja. Warum liegt denn hier Stroh? Warum machst du denn eine Mütze auf? Männelein! Komm! Männelein? Quincy, komm! Der kleine Schwarze ist es. Ja, komm! Also, meines Erachtens ist wirklich das perfekte Schuhwerk für so einen Reiterhof. Ja, ja. Ja, Alter, was soll ich denn machen? Das sind kleinwüchsige Ponys. Das sind kleinwüchsige Ponys, ja, genau. Oder? Ja. Wollt ihr mitputzen? Oder da werdet ihr nur dreckig? Nee, ich bin ein bisschen wirklich. ey, ich habe eine Pferdeallergie. Ich wollte den Dreh nicht absagen. Ey. Ruf meine Mutter an. Nee, zieh dich auf. Du hast eh alles an Krankheiten. Wir rufen ich meine Mutter jetzt an. Wir müssen deine Mutter nicht anrufen. Scheiße, ich kann mir mal Arsch lecken. Du putzt und ich rufe meine Mutter jetzt an. Und die jetzt bestätigen wird, was ich für Allergien habe. Okay, alles oh Gott, klar. So viele? Du bist wie so ein Schweizer Armeemesser für Krankheiten. Du, ich bin hier gerade mit Micky Beisenherz. Schöne Grüße. Schöne Grüße soll ich hier ausrichten. Und wir stehen hier gerade auf einem Pferdehof. Und ich sage, ich möchte das Pferd nicht putzen, weil ich eine Pferdehausstauballergie habe. Stimmt das oder stimmt das nicht? Moment, noch einmal. Ich habe eine Pferdehaarallergie. Gehabt. Ob du die jetzt hast, das ist Ah, okay, guck an. Ach, guck an. Du, wir müssen hier mal weitermachen. Ich melde mich später. Ne? Moment, Oliver, ich will dir mal was dazu ganz kurz sagen. Also, vor ein paar Jahren am Pferdehof sind die abgeritten, da war gar nichts. Deswegen kannst du wirst nicht tot umfallen. Okay, ich melde mich später, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal der unwürdigste Moment des Tages. Also ganz kleiner Tipp, wenn du mal vor Gericht stehst, versuch auf jeden Fall nicht deine Mutter irgendwie in den Gerichtssaal zu holen, dass sie für dich aussagt. Ist dieses Rückenproblem ein typisches für kleinwüchsige Menschen? Ja, also für Kleinwüchsige mit Achondroplasie. Mhm. Meine Kleinwuchsform heißt Achondroplasie. Mhm. Das ist einfach eine Verengung des Spinalkanals, des Nervensystems. Ja. Und das kommt eigentlich im späteren Alter, aber ich hatte einfach Pech. Okay. Bei mir war es schon früher. Ja. Wie ist es denn mit psychologischer Betreuung? Ist das ein Thema? Nee. Also meine Mama hat mich ganz selbstbewusst erzogen. Also ich habe da auch gar keine Probleme. Klar, zum Beispiel, ich war ja gestern feiern und dann gucken die Leute natürlich, das ist schon sehr ätzend, wenn die dann anfangen zu lachen. Das tun sie? Ja, die stoßen dann an. Guck mal, ach, da. Nein, ja, und meine Freundin, die würden sich dann am liebsten schlagen. Ja. Gestern meinte zum Beispiel einer zu meiner Freundin, also ich würde ja schon mal mit deiner kleinwüchsigen Freundin gern schlafen. Da hat die direkt einen Türsteher geholt und hat ihn direkt rausschmeißen lassen. Okay. Wobei das ja, also jetzt mal ganz platt gesagt, ja erstmal ein nettes Kompliment ist. Ja, aber bei Großwüchsigen, ich bin immer sehr skeptisch, die wollen natürlich alle mal gerne probieren. Dass das Interesse sich dann auf den Kleinwuchs bezieht. So. Special Interest. Richtig, genau. Einfach mal ausprobieren, ob die genauso ist wie Normalwüchsige. Ja. Ja, aber so ist es doch, ja, nur natürlich. Kleiner halt. Genau, ja, natürlich. Aber ich denke mir, sobald halt irgendwelche großen Typen Interesse an mir zeigen, denke ich, boah, Moment. Ja. Der will erst mal ausprobieren. Ach, da bist du, also okay, aber ich bin da total skeptisch. Ich wollte gerade sagen, das macht es aber dann tatsächlich auch relativ schwer, arglos zu flirten. Ja. Es ist manchmal auch so, dass man so einfach vertraut und sich so gehen lässt. Also, oder ist es immer so, dass irgendwas, dass man anfängt hinten zu denken, ey. Sofort denke ich so. Ja? Sofort. Also ich bin ja im Kleinwuchsverein, da sind ja kleinwüchsige Jungs, da denke ich das gar nicht, weil die sind ja auch kleinwüchsig, ne? Da ist das schon total vertraut direkt. Ich habe so große Angst, mich mit einem Großwüchsigen mal zu daten, dass der einfach mit mir irgendwas dann da veranstaltet und so. Weil ich bin ja auch gar nicht körperlich da gelegen, dass ich mich irgendwie wehren kann. Eine gewisse Ohnmacht.
die man dann genau. Körperlicher Natur richtig. Hat. Ja. Ja. Also eine Angst, dass man ja. Ausgeliefert ist. Genau, richtig. Ja. Dass ich mich einfach nicht mehr wehren kann. Vielleicht auch so das Mental, dass man sagt, man gerät jetzt an einen Fetischisten beispielsweise. Natürlich. Ja, also du bist im Kopf nicht frei. Nee. Meine Freundinnen sagen auch immer so, jetzt versuch's doch wenigstens mal. Wir sind ja da und mach's doch einfach mal. Aber diese Gedanken, ich krieg sie einfach nicht weg. Gibt es wiederkehrende Situationen, wo du immer wieder denkst, ey, es kann doch nicht sein? Ja, Lilliputaner, das Wort. Das ist so, das ist so... Boah, da krieg ich zu viel. Nix Lilliputaner. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das kann überhaupt niemand nachvollziehen? Was mich am meisten abfällt, ist das Gegucke. Kleine Kinder ist das Schlimmste für mich. Wenn ein Kindergarten kommt... Ja. Oh, ich würde am liebsten abhauen, mich unsichtbar machen. Aber was passiert dann? Die Kinder machen dann so, guck mal da, guck mal die da. Mhm. Oder guck mal die dicke Frau. Dann denke ich, hallo, guck mich mal an, bin ich dick? Ja. Da denkst du, nur Mädchen, halt doch einfach. Ne? Ja. Eine gewisse Zeit kann aber ich das unterdrücken. Aber ist man sauer auf die Kinder? Nee, auf die Eltern, dass die Eltern da nichts gegen sagen. Wann stört die Körpergröße aus praktischen Gründen am meisten? Beim Shoppen gehen, wenn ich an das Oberteil nicht dran komme. Ich versuche dann erstmal selber dran zu kommen. Ich versuche dann mir irgendeine Armverlängerung und das dann so runterzufallen zu lassen. Ne? Selfie-Stick und so. Ne? Ja, sowas. Ne? Oder in der Kühltheke draufzusteigen auf diese erste Stufe und dann da oben dran. Ja. Wenn ich gar keinen Bock habe, oder wenn auch gerade keine andere da ist, den ich fragen kann. Aber ne? Ist ja auch scheißegal, ob es jemand sieht. Ne? Da kackst du dann natürlich. Drauf. Der Reinhold Messner von Edeka. Ja. Ja, wenn die nicht behindertengerecht sind, ist auch deren Problem. Ja. So weich hier vorne. Ja. So lieb. Ja, der ist lieb, ne? Ja. Sonst machen wir das, dann fahre ich mit dem Auto weiter und dann kannst du doch zu dem nächsten Termin kommst mit dem Quincy, Olli. Mhm. So, jetzt treffen wir den nächsten Zwergolino. Zwergolino, das ist ja nochmal der Diminutiv von Zwerg. Das ist ja, der Zwerg. Aber ich finde sie so süß. So wollen die sich, glaube ich, wirklich nicht wahrgenommen fühlen. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like they're scared of me. Da hoch, oder was? Ja, da hoch. Ja, guck mal, die Spannung der Kamera, Alter. Natürlich. Wir verlieren unseren besten Mann. Ja, kannst du es mir noch einmal vorher zeigen? Ja, klar. Ich gucke noch mal kurz. So. Du bist auch viel leichter als ich. So. Okay, bleib da oben. Au. Ja, war nicht schlecht. Was? Ja. Siehst du, er kriegst hin. Ja, weißt du warum? Weil er die Hälfte von mir will. Komm, wir bleiben hier schön sitzen. Das ist ja auch mal ganz, muckelig. Ne? So, Parcours. Wie kommt jemand von deiner Körpergröße darauf, ausgerechnet Parcours zu machen? Ja, das ist im Endeffekt eigentlich, ich finde Parcours für jedermann. Ich habe halt Parcours durch einen Kumpel kennengelernt, der hat mir so ein Video gezeigt. Und das hat mir dann auch sehr gefallen. Und ich habe dann später. Wer kommt denn da? Hilf mir, halt! Geht, zieh. Ja, siehst du, genau. Hast du auch geschafft. Ich hab schon gedacht, ich schaff das heute nicht mehr. Und klar, aber am Anfang ist immer das bewusst, meine Körpergröße ist eigentlich nicht die beste. Aber jeder hat so seinen eigenen Style. Und es geht eigentlich darum, nicht groß zu sein, klein zu sein. Jeder hat sozusagen, du lernst sozusagen deine Grenzen kennen. Ja. Und Parcours hat aus dem kleinen jungen Mann einen richtig großen, starken Mann gemacht. Bist du gläubig? Ja, ich bin Islam. Also und du betest auch? Ich bete auch, ja. Also meine Eltern sind auch Muslime, also kommen aus Ägypten und die sind halt auch, die sind ja auch sehr gläubig erzogen worden und das ist dann halt sozusagen vererbt worden und ich habe dann auch gesehen und der Glaube an Gott und die Religion kann dir helfen, an dich selber zu glauben. So ist es für mich. Du kannst vielleicht an. Aber warum den Umweg nehmen? Warum den Umweg? Warum nicht direkt an sich glauben? Nee, ist nur. Manchmal kann man Dinge nicht. Es hat sich halt einfach so bei mir entwickelt. Also ich meine. Er war einfach da, dieser Gott. Ja. Hast du ihn mal gefragt, warum du so bist, wie du bist? Es ist eine Tatsache. Ich denke, man sollte nicht sich immer jedes Mal fragen, warum bin ich so klein, warum ist es so? Ja. Weil
dann verliert man sich irgendwie so in einem Dialog, der sich nie endet. Ja, aber die Frage ist doch, warum kriegt man die Antwort nicht? Ja. Das ist immer so, das ist meistens halt nie. Wenn jemand nur so im Vorbeifahren, dann ist das schon ein bisschen Brokeback Mountain und unser adoptierter Sohn hinten, ja, oder? Ja, stimmt. Nur so im Vorbeifahren. Wie ist es? Hast du eine Freundin? Nein, bin Single. Immer schon oder hattest du schon? Immer schon. Ist das ein Thema oder eine Problematik, die es gibt, dadurch, dass dein Körper anders ist? Ja, also ich hab schon oft gehört von Leuten, beispielsweise die eine hat mal gesagt, ja, sie kann sich nicht vorstellen, mit einem Kleinwüchsen zusammen zu sein. Ja. Oder die andere sagt, ich sei nicht die Richtige. Also man hat immer so, man hört immer eigentlich das Gleiche. Ja. Und daher, das Problem ist halt einfach, die Mädchen wollen halt eben einen größeren Mann halt einfach. Einen Mann, der sie beschützen kann. Ja. Einfach sowas. Aber das heißt, du hattest quasi noch nie eine richtige Freundin? Nein, noch nie eine richtige. Und unter uns, also du musst nicht antworten, es interessiert mich nur. Wenn es zu intim ist, sagst du, ey, Olli, nee. Ja, okay. Aber ich kann mir ja vorstellen, weil ich bin ja auch ein Mann, so wie du. Man hat ja schon auch ein sehr starkes Bedürfnis nach sexuellem Trieb oder sexueller Bedürftigkeit. Ja. Ist das nicht für dich auch irgendwie ein Stück weit ja fast schon schlimm? Es gibt ja die Art von Jungs, denen ist der Sex wichtig. Es gibt natürlich auch, ich bin so der Junge, der sagt, klar, Sex ist nicht schlecht, sagen wir so. Aber ich finde, mir ist eigentlich in erster Linie wirklich so eine wichtige Beziehung aufzubauen und eigentlich nicht so einfach durch die Gegend rumzuvögeln, auf gut Deutsch gesagt. Aber die Liebe kriegst du ja derzeit zumindest ja auch nicht. Ja, klar kriege ich die auch nicht, aber ich meine, ich weiß ja warum und ich meine, ich denke auch nicht drüber nach. Hast du mal drüber nachgedacht, zu einer Prostituierten zu gehen? Nein, so das finde ich als Verzweiflung einfach. Warum ist das Verzweiflung? Ich finde, nein, weil ich habe eine Sehnsucht danach, so eine Frau zu finden, die mich so nimmt. Und wenn ein Mädchen irgendwann auf mich zuspricht und sagt, ja, du gefällst mir und irgendwann entwickelt sich dann was, dann ist es okay. Aber also ich verspreche dir eine Sache. Ja? Spätestens, wenn diese Folge ausgestrahlt wurde, da werden es bestimmt ein paar Frauen geben, die sagen, hey, den will ich mal gerne kennenlernen. Ja. Wenn das nicht passieren sollte, musst du mich halt nehmen. Findest du denn? Ja. Und wie bist du auf den Laden hier gekommen? Hier gibt es eine Kollektion für Kleinwüchsige, die ist von Samuel Gedick entwickelt worden. Ich habe auch schon mit der Designerin zusammengearbeitet und die hat eben Mode extra für Kleinwüchsige konzipiert. Weil es halt immer schon sehr schwer und auch immer so, finde ich auch klischeehaft, wenn immer dann so gesagt wird, ja, Kleinwüchsige gehen direkt in den Kinderladen und so weiter. Das sind immer so Klischees. Wenn ich euch jetzt drin Sachen zeige, würdet ihr auch sehen, dass sich die Sachen passen. Ja, gehen wir mal rein. Also, servus. Also, sowas finde ich beispielsweise ganz toll und das da auch. Wobei ich gefällt mir persönlich ja besser, weil ich mag so Gemustertes nicht so. Ne? Ja, also ich könnte es mal anprobieren, damit ihr euch mal so vorstellen könnt. Weil ja, bitte, auf jeden Fall. Genau, zieh ich mal um. Das dauert bei mir ein bisschen. Ey, ich habe nicht viel Zeit. Also. Sag mal, wie lange dauert das noch? Mein Gott, wie lange dauert ihr ab? Weißt du, ganz ehrlich. Also ich finde das, was du vorher hattest, sah besser aus, um ganz ehrlich zu sein. Was, wieso sieht das super aus? Also mir gefällt das. Jetzt, ich erzähl mir doch nicht, dass das vorher besser ausgesehen hat als jetzt. Ich mag deinen Zuhälter-Style. Ach so, Nein, das andere, was du anderes. Ach, Jacke ist so. Ja, aber es sieht doch wirklich total gut aus. Also man erkennt doch eindeutig, dass das Sachen sind, die wirklich auf Figur geschnitten sind. Nein, es sieht sehr gut aus. Sieht wirklich sehr gut aus. Okay. Greifst du denn ab und zu auch mal zur normalen Kollektion? Ja, also M ist gerade so noch, aber meistens so eher S. Also ja, ach, M geht gerade noch. Suchst du dir schon wieder irgendwas, wo du dich hinsetzen kannst? Ah. Das gibt so gar nicht. Von der Länge her geht's halt gerade so. Das ist so der Loose Fit, würde ich mal sagen. So. Wenn man die Ärmel noch kürzt, dann ist alles eigentlich cool. Ist das so eine Art Late Night, was du da hinten machst, dass du da am Tisch sitzt oder was? Oder was soll das werden? Dankeschön. Was soll das werden? Das war Ihab und vielen Dank, dass du bei uns in der Show warst. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke. Test, check, check, 1, 2, hey, hey. Ich möchte meinen Freund Oliver jetzt nicht unter Druck setzen.
Das wird interessant. Also offener Ausgang. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was da gleich über mich erzählt wird oder was sie daraus gemacht haben. Ich glaube, dass Körpergröße etwas so Elementares ist, dass das Beleidigungs- und Verletzungspotenzial hier unglaublich hoch ist und dass die Gefahr, dass sie sehr früh sehr stark verletzt sind und nicht mehr lachen wollen, glaube ich, größer ist als bei allen Gruppen, die wir jemals noch kennenlernen. Ich glaube, das wird verdammt schwierig, bis ich aufstehe und sage, also das war jetzt so ein Spruch, jetzt gehe ich. Also wo ich dann eingeschnappt wäre, wenn die irgendwas mit Lilliputana oder Zwergen sagen, aber das werden die nicht machen, das habe ich denen ja gesagt und darauf, da verlasse ich mich drauf. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Ich gebe zu, ich hatte gesagt, ey, das ist ein Traum von mir, ich will mit Kleinwüchsigen drehen. Ne? Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich nicht so viel Selbstbewusstsein. Und deswegen war das super, mit euch 3 Tage zu verbringen. Das hat mir wirklich viel Kraft gegeben. Man will auch keine Fehler machen. Ne? Man hat ja so ein bisschen Angst und man denkt so, Fehler, machst du alles richtig? Dann waren wir bei Birgit. Ne? Und das war sehr interessant bei dir, weil in der Küche, ne, das war ja eine Kindergartenküche. Ne? Die hast du aus dem Kindergarten, die brauchen die wahrscheinlich auch nicht mehr, weil jetzt Flüchtlinge pennen. Aber das ist, nee, du hast alles schön klein eingerichtet, der Duschkopf, alles war weiter unten, die Toilette auch tiefer gelegt. Und ich war dann voll im Thema drin, frag ja, ne? Und dann sehe ich diesen Notausgang, sag, ey, krass, dieser Notausgang, sie so, nee, das ist die Katzenklappe. Es gibt viele sensible Themen, ne? Weil man ist sensibilisiert und ein sensibles Thema hat Vanessa uns auch erzählt. Wir waren ja auf dem Ponyhof mit dir. War das ein Ponyhof? Ja, ne? Reiterhof, ja. Und sensibles Thema, Vanessa, war, als wir gesprochen haben, Dating. Ne? Vanessa, du hast gesagt, dass du keinem wirklich traust, der sich für dich interessiert. Den hältst du dann wiederum für einen Perversen, weil er sich für dich interessiert. Aber es geht mir nicht anders. Mit Leuten, die sich für mich interessieren, denke ich auch. Kranke Menschen. Aber es ist so, es ist doch so, ne? Ich gebe zu, ich bin popkulturell aufgewachsen, ne? Und wenn es um Kleinwüchsige geht, dann denkt man so an Bud Spencer-Filme, wo die verprügelt werden, vielleicht an den Zirkus oder auch an lebende Kanonenkugeln. Und deswegen hatte ich vor dem Dreh wirklich auch Angst, dass ich vielleicht lachen müsste, so, ne? Aber es kam noch viel schlimmer. Ich war permanent horny, die ganze Zeit mit euch. Immer wenn eine Frau von euch im Raum war, war ich immer horny, ne? Anna, du in deinem Fotostudio auf dieser Trittleiter. Lisa, das Model in Strapsen im Rollstuhl, ne? Da gingen Mickys und mein Ansatz sehr weit auseinander. Micky noch im Beckmann-Fragemodus, ich gedanklich schon knietief auf der Special-Interest-Seite auf X-Hamster. Ja, Micky am Fragen, ich so... Porno-Paralympics. Und Micky fragt dann auch so, und wann hast du von deiner Kleinwüchsigkeit erfahren? Und ich so, ey, Alter, wie kriege ich die halt aus dem Rollstuhl raus? Ne? Kann man da ein Loch reinbohren? Nein, sorry. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was mich so geil gemacht hat. Entweder dein Look oder der Fakt, dass du einfach nicht wegrennen kannst. Ne? Was Anna noch erzählt hat, das war auch interessant, dass es total ätzend ist, gerade im Sommer in der Fußgängerzone oder auf Weihnachtsmärkten, wenn man dann immer auf Kopfhöhe mit Ärschen ist von Leuten. Ne? Ne, hast du die Nase immer genau da, wo du sie eigentlich nicht haben willst, oder? Für euch muss es wirklich so sein, wenn ihr vom Sommerspaziergang aus der Fußgängerzone wiederkommt, riecht für euch ein Leergutautomat wie eine Douglas-Parfümerie, oder? Und was krass war, und das habt ihr alle ungefähr ähnlich erzählt, Schwierigkeiten habt ihr beim Einkaufen im Supermarkt. Und für euch ist nämlich ein Rewe nicht ein Rewe, ein Edeka nicht ein Edeka, ein Kaisers nicht ein Kaisers, sondern ihr nennt das einfach nur Kletterhalle. Und für euch ist nie die Frage, was kostet das, sondern wie komme ich da ran? Für euch sind nicht die Preise zu hoch, sondern das Produkt selber. Ne? Es ist wirklich so, wenn ihr in den Supermarkt geht, ne, dann ist das... Weniger ein Supermarktbesuch, es hat mehr was von so einem Super Mario-Spiel, oder? Supermarkt Brothers.
da oben, die Dose Erbsen, ganz oben auf dem Regal, komme ich da ran, soll ich die Stange Toblerone zu Hilfe nehmen? Oh, Kleinkind von rechts, Kleinkind, ausweichen, ausweichen, oh nein, es hat mich gesehen, nein, 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 nein. Und ab dann ist es so Pac-Man. Ja, Ihab auch. Nochmal Applaus für Ihab. Großartiger Typ. Ihab, wir haben relativ schnell festgestellt, als wir uns da getroffen haben am Synodom, dass du sehr gläubig bist. Ne? Du hast sofort gesagt, Glaube spielt eine sehr, sehr große Rolle in deinem Leben. Gott ist immer an deiner Seite. Gott gibt dir Kraft. Gott ist der Fels in deiner Brandung. Gott ist immer für dich da. Stimmt. Andererseits ist das derselbe Typ, der dich so klein gemacht hat, ne? Ja. Warum hat Gott Ihab so klein gemacht, oder? Wobei, es hat auch was Positives, oder? Im Moment bist du derzeit, glaube ich, der einzige Moslem in Deutschland, vor dem die Deutschen keine Angst haben, oder? Wo wir auch noch drüber nachgedacht haben, jede Gruppe hat ja so einen klassischen Erzfeind, ne? Die Jedi-Ritter haben Darth Vader, Guido Knopp hat Hitler. Nee, stimmt nicht, ist ja sein Arbeitgeber. Aber die Hobbits, also jetzt noch nicht ihr, die Hobbits haben Sauron. Ne? Und Kleinwüchsige, da wart ihr euch alle einig, kleine vierjährige Kinder. Ihr habt alle, das ist geil, ihr habt alle von diesem Moment berichtet, ne? Wo dieses Nutella-Opfer mit den toten Lidl-Augen vor einem steht, im Supermarkt auf Augenhöhe, plötzlich so, Mama, was ist das? Und die Mutter kommt dann immer angesprungen, so in Zeitlupe. Nein, Kind, nein, schau da nicht hin. Eigentlich sind die Eltern die wahren Bastarde, oder? Ich meine, sie könnten dem Kind doch einfach antworten und sagen, hey, der Onkel hatte einfach ein bisschen Pech beim Wachsen, ne? Aber, ey, ich sage euch was, wenn ich kleinwüchsig wäre, ich hätte so einen Spaß, ich würde ihn selber antworten. Ich würde mich so genau vor die stellen und sagen, hallo, ich bin Gollum. Und heute Nacht warte ich in deinem Bettkasten und dann werden wir zusammen nach Mordor. Ey, ihr müsst so viel kranke Scheiße immer wieder ertragen. Ihr habt erzählt, dass es da eine Großraumdiskothek gibt, wo die ein Event hatten und das Ganze hieß Lilliputana Action, wo ein Kleinwüchsiger durch die Disco rennt und die Gäste dazu aufgefordert sind, diesen Kleinwüchsigen zu fangen, ihn einzusperren in einen Käfig. Und wer das als erster schafft, kriegt einen Flatscreen. Und jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Hier ist mein guter Freund Norbert. Und wer diesen langen Norbert jetzt fängt, der kriegt den Flatscreen! Nein! Nein, das meint ihr nicht ernst. Das ist schon, es ist jetzt wirklich eine Action, ne? Also wer ihn fängt, der kriegt den Flatscreen. Oh mein Gott! Großen Applaus nochmal an euch, unsere Protagonisten hier in der ersten Reihe. Menschenverachtend. Wie war das für dich zum Schluss, als Norbert reinkam? Andere Leute haben bestimmt sicherlich gedacht, da sind Grenzen überschritten worden. Aber ich an sich fand es wirklich sehr, sehr lustig. Vor allem, weil er ja auch so ein Riese ist oder so ein Monster. Es passt echt gut. Ich war auch kurz überlegen, ob ich jetzt losrenne. Aber ich wollte ihm nicht wehtun, das ist das Problem dabei. Franzi ist ja eigentlich die Gewinnerin des Abends. Ne? Ja, das ist super. Also ich habe keinen. Und dann arme Studentenleben. Das ist gut, dass wir uns diesen Schlussgag ausgedacht haben. Ja. Ne? Oh, hey, Oliver! Hey! Auch wieder da! Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du machst und fertig. Ich hätte doch gedacht, du haust noch einen härter drauf. Noch härter? Ja. Wir sind, glaube ich, beide sehr erleichtert, oder? Ja, weil wir wollten eben nicht diese billigen Witze, sondern wir wollten versuchen zu verstehen und zu gucken, wo die Absurdität, wo die Komik liegt. Können wir noch mal mit allen Protagonisten, die hier sind, ein Foto auf der Bühne machen? Ja, klar, das machen wir. Das ist so cool. Hier oben, hier unten.